So, heute am Sonntag packe ich auch die Bananen aus. Das Wetter passt ja eigentlich. Da bin ich wirklich mal gespannt. Und was sehe ich? Das sieht richtig gammelig aus. Ja, entweder waren die zu lange unter dieser Haube oder es war zu viel Feuchtigkeit da unter der Haube. Auf jeden Fall sind die Bananen von außen und von oben richtig gammelig. Das Laub, das Eichenlaub, ist eigentlich ziemlich trocken, aber es ist gesackt. Und so viel Frost hatten wir doch eigentlich gar nicht. Die Bananen sind sogar ein bisschen getrieben. Und alles ist abgestorben von oben. Ja, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Also diese Aktion hat es irgendwie nicht wirklich gebracht. Hier zeigt sich, warum die Faserbanane Faserbanane heißt. Aber es gibt innen drin einen kleinen gesunden Kern und den muss ich jetzt freilegen. Ist das eine Matsche hier? Jetzt ist mir auch noch diese Spitze da abgebrochen. Aber das ist alles so fragil und so weich und so matschig. Das ist echt der Hammer, ey. Also das habe ich mit meiner Styroporkiste irgendwie nicht gehabt. Glaube ich zumindest, wenn ich mich so daran erinnere. So, jetzt bin ich hier mal gespannt. Das andere Beet, das sieht genauso aus. Mann, bloß schnell weg mit dem Laub hier. Bananen sind fest verwurzelt. Innen drin gibt es einen festen Kern. Das kann man alles immer richtig gut fühlen. Aber von außen ist auch hier alles gammelig. Ja, so schön die Palmen diesen Winter überlebt haben, mit allen Blättern, so bescheiden sehen die Bananenstauden aus. Aber die Bananenstauden, diese Faserbanane ist sehr wüchsig und deshalb gehe ich davon aus, wenn ich sie befreie von all diesem Matsch und den Kern freilege, dann wird sie es schaffen. Gut, dass ich sie jetzt abgedeckt habe. Ich hätte gar nicht viel länger warten dürfen, weil jetzt kann es abtrocknen und die Pflanzen bekommen Sonnenlicht und da sie ja doch sehr schnell wüchsig sind, gehe ich davon aus, dass sie auch diese Stresssituation gut meistern werden.
Ich habe alles freigelegt, was freizulegen ist, und habe den größten Matsch entfernt. Jetzt muss die Natur arbeiten. Es kommt Luft und Licht an die Stauden, an die Bananenstauden. Und ja, wir werden sehen. Ich werde weiter berichten. Aber ich denke mal, da sie ja wirklich sehr schnellwüchsig sind, dass sie sich doch auch an diese neue Situation gewöhnen und sich akklimatisieren. Hier, schaut mal her, der Kern innen drin ist massiv. Und ich gehe davon aus, dass sich die Bananen von innen herausschälen und im Frühjahr dann noch das erste Blatt zeigen. Sie sind nicht gestorben. Sie leben noch. Davon gehe ich aus. Dennoch war es doch etwas frustrierend, sage ich jetzt mal. Ja, wer da irgendwie einen Tipp hat, wie man die Stauden noch besser abdecken kann, also ich bin bereit für jeden neuen Hinweis. Bis dahin, ich werde weiter berichten. Tschö mit Ö.